Kennt ihr The Last Uri Geller? Und ich werde allein mit der Kraft meiner Gedanken deine Karte durch deine Augen sehen. Erstes, du brauchst eine Brille. Ich hab eine. Du denkst an die Person neben dir. Du bist der Frosch. Frösche haben im Märchen... Ja, ne? Ich hab die Karten nicht gezinkt. Alle fragen mich immer. Nein, hab ich nicht getan. Frösche haben nur einen einzigen sinnvollen Satz. Du kennst ihn. Ihr wisst noch, wo wir waren, ne, Drache? Entführt Prinzessin. Eine Hexe. Insgeheim sehr eifersüchtig auf eine Prinzessin. Den ganzen Satz. Macht sich auf den Weg, unterwegs, wie mit die an starken Recken. Ein wenig übereifrig, der Knabe, ja. Welcher den Drachen töten wolle, führt ihnen allerdings an einem kleinen Tümpel, wo ein Frosch einzig und allein von dem Hobby lebte, dass Prinzessinnen mit ihren goldenen Bällen an irgendwelchen Tümpel spielt und sie regelmäßig verloren. Hat sich mittlerweile kapitalistisch ein eigenes Imperium aufgebaut, der Tümpel ist ein bisschen größer geworden und Hexe spricht zum starken Recken, das sieht nur aus wie ein Frosch. Ist gar kein Frosch. In Wirklichkeit hat der Drache die Prinzessin in einen Frosch verwandelt. Deswegen auch diese komisch hohe Stimme. Wie es sich gehört, starker Recke, gibt es bei solchen Fröschen im Märchen nur eine Möglichkeit, wo sie ihn küssen. Starker Recke. Ich hätte es vielleicht gehört.